endlich ist er da, der neue James Cook. Wir sind ja alte James Cook-Fahrer. Genau. Und aus den vergangenen Zeiten und haben schon darauf gewartet, den neuen James Cook mal in Augenschein nehmen zu können. Und ich glaube, der ist hier das erste Mal auf der Messe in Stuttgart vertreten, weil bis jetzt hat es sich ja immer verzögert, bis der rausgekommen ist. Und wir haben jetzt keine Chance, da reinzukommen. Aber wir versuchen noch, das möglich zu machen, und zwar morgen, bevor die Messe eröffnet, dass wir reingehen. Ja. Und dann bringen wir noch ein paar Bilder vom James Cook. Mhm. Ihn gibt es auf jeden Fall auf der Messe. Ja, und mal schauen. Vielleicht klappt es, dass wir morgen rein können. Ja. Wir sind jetzt da vor der Referenz der Kastenwägen, vor der ehemaligen Referenz der Kastenwägen, denn der Kastenwagen schlechthin, das war in unseren Augen der James Cook. Mhm. Ja, ein wunderschönes Fahrzeug. Ich habe immer gesagt, das perfekte Wohnmobil. 1998, er kam auf den Markt 97, glaube ich, oder 96. Und 98 bin dann auch ich James Cook gefahren. Und es war ein perfektes Wohnmobil für diese Länge, die das Fahrzeug gezeigt hat, mit Sanitärzelle und allem drum und dran. Mittlerweile haben sich meine Ansprüche geändert. Mittlerweile hat sich auch der James Cook geändert. Er war lange Zeit vom Markt. Jetzt ist er wieder da. Aber jetzt haben wir eine ganz andere Szene. Die Kastenwagen-Szene hat sich ja komplett bewegt. Mhm, ja. Yeah. Es ist nichts mehr so, wie es vor 10 Jahren gewesen ist. Und so ist auch der James Cook nicht mehr das, was er vor 10 Jahren war. Das sieht man schon rein äußerlich. Und was er für innere Werte hat, da wollen wir jetzt mal reinschauen in James Cook, denn das wissen wir nämlich selber nicht. Nein, also wir sind jetzt da selber sehr gespannt, wie er sich verändert hat. Hm? Ja. Also man sieht schon, das klassische GFK-Hubdach ist weg. Es ist heute ein Aufstellhubdach und die Länge von 5,93, die ist ähnlich wie der alte James Cook gewesen ist, nämlich mit 5,99. Und hier sieht man auch, wie der James Cook aussieht, Klassik Tag und Klassik Nacht. Und dann gibt es den James Cook AD. Uns erschließt sich noch nicht, welches die Unterschiede sind. Und dann gibt es noch den James Cook HD. Der hat dann ein festes Dach. Und dieser Klassik James Cook, wie man jetzt hier sehen, der kostet 79.000 Euro. Also ich muss mal sagen, die Preise haben sich marktüblich angepasst. Früher war der James Cook ein gut bezahlbares Fahrzeug. Ich habe den in einer Luxusausstattung für damals 60.000, 2004 den zweiten für 60.000 Euro gekauft. Heute kostet das Grundmodell in der Klassik-Variante schon 79.000. Und wenn ihr anschaut mit ein paar Extras, sind wir dann gleich bei 121.000 Euro. Mein lieber Schwan, James Cook, du bist teuer geworden. Dann schauen wir mal, ob sich das überhaupt lohnt, oder? Soweit wir das beurteilen können. Ja, genau. Ja. Das ist ja nur ein kleiner, kurzer Rundblick. Jawohl. Er ist verdunkelt für die Nacht. Das klasse Mercedes-Display, was dann sicherlich auch sprechen kann, wenn es mit Strom versorgt ist. Und der James Cook hat sich also vom Inneren her natürlich entsprechend verändert, weil auch das Fahrzeug sich verändert hat. Aber dann der Ausbau, auch der ist komplett anders. Und da schauen wir mal ins Fahrzeug rein. Hier haben wir die Dinette, oder nicht die Dinette, den Tisch, den Esstisch. Der ist groß und etwas schmaler geworden. Dann schauen wir hinter. Oh, jetzt ist gerade niemand da. Ja, gehst du mal hinter? Ja. So, also hier haben wir den Sensor James Cook und da sieht man schon, hier ist der Schlafbereich. Und damit er auf 2 Meter verlängert wird, gibt es einen Slide-Out. Also man kann den hinten rausfahren und dann kann man sich bequem reinlegen. Was für Nachteile das mit sich bringt, kann ich jetzt nicht beurteilen. Man sieht auch hier, er ist mit dann angepasst mit USB-Steckern, wie man sie heute üblich hat. Hier haben wir ein Ablagefach. Alles mit Push. Etwas beengt, wie es halt im Kastenwagen so üblich ist. Ja, also eigentlich nur für schlanke Personen geeignet. Ja, also so wie für uns würde es dann also gut gehen. Ja, da haben wir den Kühlschrank, mittlerweile auch einen ganz normalen Kühlschrank, für James Cook. Und dass hier keine Raumhöhe verbaut ist, das macht das Ganze natürlich etwas freundlicher.
Da haben wir hier den Küchen- und Abspülbereich mit zwei Schubfächern, drei Stück. Vielleicht kann die Ossi die mal aufmachen. Das geht also mit Busch. Ja, hier müssen wir auf der Seite. Jawohl, machen wir die anderen zwei bitte noch kurz auf. Ja, also ganz normale. Da bringt man, schön was unter. Einiges unter. Und das unten noch. Ja, das gleiche nochmal, ja. Das ist ein wenig kürzer. Nö, warum? Ah, okay. Nein. Ja, also da bringt man schon was unter. Ja. Dann haben wir hier noch einen Schrank. Das ist die Nasszelle. Das ist die Toilette, ja. Ah, okay, das ist die Dusche. Aha. Also es ist eine kleine Dusche. Mit Fenster, aber es ist ein Fenster mit drin. Toilette ist drin. Ja. Also. Wenn ich sage, hier hat es einen kleinen Schrank, dann stimmt es sogar. Hier hat es einen kleinen Schrank. Und hier hast du noch einen kleinen Schrank. Also, ein kleiner Kleiderschrank ist vorhanden. Super Lösung wieder mal. Ja, also, man muss schon sagen, obwohl wir nicht die Fan-Experten sind, es sind aber immer wieder pfiffige Lösungen dabei. So kennt man auch den James Cook. Auch da die Stauräume gut genutzt. Hier haben wir nochmal eine Ablage oberhalb des Fahrersitzes und des Beifahrersitzes. Dann schauen wir uns mal von außen an. Wie die meisten Kastenwägen ist auch der James Cook ein äußerst stylisches Fahrzeug. Sieht gediegen aus, wenn er da so bullig da steht. Und jetzt schauen wir mal auf die andere Seite. Da sehen wir den James Cook HD, auch mit Slide-Out. Unter dem Slide-Out ist da noch eine Ablagemöglichkeit für die Heckleiter und auch für sonstige Kleinigkeiten. Und so sieht er von der Seite aus aus. Hat auch noch das kleine Hubdach, was den James Cook ja auch ausmacht. Schauen wir uns da mal die Fahrzeugdaten dazu an. Also der HD, James Cook HD. Der hat Maße, hier haben wir also die ganzen Daten, 2,5 Meter ist er breit und 3,38 Meter ist er hoch, ohne Antenne, also wenn man Dachantenne drauf macht, noch ein bisschen mehr. Und er hat einen Grundpreis von 86.700 Euro und hier das Modell kostet 108.000 Euro, also auch wieder eine ganz rigorose Aufpreispolitik, das heißt, allen Komfort muss man sich wahrscheinlich noch zusätzlich teuer erkaufen. So, hier können wir jetzt einmal in den Cockpit-Bereich reinschauen. Der ist ja genauso bei dem Modell, was wir vorher gezeigt haben, ohne Nachtmatte. Da sieht man, dass das eigentlich sehr schön ausschaut. Also, wie gesagt, das ist die teuerste Variante von den neuen James Cook Alternativen. Wenn man da reinschaut, da sieht man auch oben nochmal eine Ablagefläche. Hier hat man das Bedienpanel, was sehr gefällig aussieht. Und da oben hat man das Bett. Und da kann man schon sagen, also wenn man jetzt hier an den alten James Cook anknüpft, dann kann man schon sagen, da sehe ich eine Ähnlichkeit, denn da war ja auch das Bett zurückgeschoben. Man hatte dann Stehfreiheit und dann konnte man dieses Bett rausziehen. Was auch schön ist, das sind dann Fächer. Wenn man schläft, kann man die Fächer ablegen oder kann man die Handys ablegen. Und hier ist sogar USB-Stecker angebracht. Also da hat man auch wieder was dabei gedacht, allerdings nur auf einer Seite. Und Dachfenster ist Fehlanzeige. Da ist nichts vorhanden, außer das obere Dachfenster. Also seitlich rausschauen ist nicht mehr möglich, was früher ja der Fall gewesen ist. Jetzt setzen wir uns mal rein, Ossi. Ja? So, hier haben wir noch eine Trittstufe unterhalb des Bettes. Also das Hauptbett dürfte schon da hinten sein beim Slide-Out. Aber man hat eben auch die Möglichkeit, hier oben zu schlafen. Der Tisch ist jetzt hier verstaut,
wo auch immer man den unterbringen kann, aber da hat man sicherlich auch wieder eine pfiffige Lösung gefunden. Die Ursi als alte James Cook-Fahrerin. Was sagst du dazu? James Cook ist nicht mehr der James Cook, den wir gefahren haben. Vollkommen anders, nichts mehr identisch. Außer der Name ist geblieben. Nur der Name ist geblieben, ansonsten ist es ein vollkommen anderes Fahrzeug. Ja, aber auch sehr pfiffig. Ja. Verarbeitungsmäßig können wir nicht sagen, aber sieht gut aus. Ja. Auf Mercedes nach wie vor und preislich deutlich angepasst. Ja. Inflationäre Entwicklung, wie überall. Ja, so kann man das in sagen, der Branche. Ja. Ja, das war's. James Cook. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen, das Fahrzeug mal zu sehen. Bei Westfalia oder bei Mercedes kann man das auch immer wieder anschauen. Ja, genau. Wir verabschieden uns von euch.